Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen beim Huber Time Talk, dem Podcast der Huber Uhren Schmuckgruppe. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute unser Thema, ganz spannend aus der Schmuckwelt, Serafino Consoli. Und bei mir im Studio darf ich zwei junge Damen begrüßen, die Chantal Zünd und die Melanie Gulli. Herzlich willkommen. Danke vielmals. Vielen Dank. Bevor wir loslegen, vielleicht für unsere Zuhörer und unsere Zuseher, würden die euch bitte gerne kurz vorstellen. Wer sind ihr, was machen die? Also ich heiße Chantal Zünd, komme aus Oberried und arbeite jetzt beim Huber seit Oktober 2020. Ich war davor ein paar Jahre selbstständig, habe mich dann entschieden, etwas Neues zu erleben und habe mich entschieden, dann beim Herrn Huber bei der Firma Huber anzufangen. Schön. Mein Name ist Melanie Gulli. Ich wohne in Dresden. Bin bei der Firma Huber seit letztem Jahr im April. Habe davor meine Lehre auch auf der Uhr- und Schmuckbranche gemacht. Habe aber dann das Gefühl, ich brauche eine neue Herausforderung, ich brauche etwas exklusiv Spannendes und habe mich dann für die Firma Huber entschieden. Sehr schön. Euch verbindet ja irgendetwas, gell? Ich habe mir das ganz leise was gehört, da hat man mal was geflüstert. Was ist denn so eures Gemeinsame, was euch beide verbindet? Ja, wir haben im gleichen Lehrbetrieb haben wir gelernt, haben uns aber nicht dort kennengelernt, beziehungsweise haben uns schon ab und zu mal im Lehrbetrieb getroffen, wenn ich mal auf Besuch kam. Aber eigentlich haben wir uns dann erst bei der Firma Huber wirklich kennengelernt. Nachdem sie am ersten Tag reingelaufen ist und wir beide so, wir kennen uns doch. Ja, von irgendwo kennt man sich, nur von wo. Genau. Ja. Ein toller Zufall, oder? Auf jeden Fall. Ja, heute plaudern wir ja über euer Lieblingsthema, beziehungsweise ihr brennt ja ganz speziell für eine Marke. Gell? Und das ist Serafino Consoli. Das ist richtig, ja. Also ihr habt wirklich einen gemeinsamen Favorit. Serafino Consoli, was steckt eigentlich hinter dem Namen? Serafino Consoli ist, wie es der Name schon ein bisschen vermuten lässt, eine italienische Schmuckmarke. Hat den Ursprung in Valencia. Seit 1959 gibt es die Marke, entworfen vom, wie es der Name verraten, Serafino Consoli. Der Ursprung oder die Idee hinter dem Schmuck ist eigentlich etwas, also, oder ist gewesen, um einen Schmuck zu entwerfen, wo ein Kunde, wenn er es vor sich hat, wenn er es in der Hand hat, dass er einfach nur noch sagt, das ist wow. Und das ist Serafino Consoli definitiv. Ist wirklich wow. Wow. Damit man sich das auch ein bisschen vorstellen kann, haben wir euch besucht im Weißen Würfel in Vaduz. Genau. Wir sind mit der Kamera bei euch gewesen und wir haben einen ganz kleinen Spot gedreht. Und ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt an und ich darf dich vielleicht Chantal bitten, du bist beim Dreh dabei gewesen, dass du genau. Das ein bisschen kommentierst. Gell? Gerne, ja. Also wir haben... Wir sind drei Mitarbeiterinnen, unter anderem ich und noch zwei andere. Und man sieht hier, das ist jetzt der Ring von Serafino Consoli, wo man und jetzt die erste Kollegin anhat. Dann nimmt die nächste Kollegin. Wie man sieht, zieht sie jetzt den ganzen Ring auseinander. Auf die Größe von einer Armreife und tut ihn auch ein bisschen enger machen, dass er auch gut sitzt, einfach vom Tragekomfort her. Und der ist besetzt, gell? Genau, der ist voll besetzt mit Brillantli, ist Weißgold vom Material und glänzt. Und der glänzt unglaublich, ja. Es ist, man kann es sich gerne nicht. Im Live ist es noch extremer wie jetzt hier. Dann kommt es zu der nächsten Kollegin. Die tut den Ring dann wieder zusammen. Und er passt wieder auf den Ringfinger. Man sieht eigentlich, dass er wie von Generation zu Generation weitergehen werden kann. Zu Anlässen. Je nachdem, was man gerade machen will. Will man auf einen Ball oder hat man irgendein Event oder so, kann man ihn einfach als Armreif tragen oder eben als Ring. Wenn jetzt ich zu euch komme und ich möchte so einen Ring kaufen, für was für eine Größe entscheide ich mich da? Größe, es ist ein One-Size, also der Ring kann man bis zu 20 verschiedenen Größen eigentlich machen. Mhm. Und von dort her kann man eigentlich kommen und der Ring passt nachher. Egal, was die Dame
für eine Ringgröße hat, der ist immer passend. Also ich kann es auch von Generation zu Generation mitgehen, egal ob ich schlanke Finger habe, breitere Finger, Knöchel ein bisschen. Jetzt reden wir vielleicht auch noch über das, was wir jetzt gesehen haben, war ja ein voll besetzter Fünfreigerring mit Brillanten, mit funkelnder Brillanten. Was gibt es denn da noch für Materialien? Ist das nur Weißgold oder gibt es andere Sachen auch noch? Also Serafino Consoli ist sehr, sehr vielfältig in den Ausführungen. Es fängt schon an in der Breite der Ring. Es gibt eher die feineren Ringe, die sind vielleicht nur dreireihig. Dann gibt es welche in 5, 7 bis zu 9 Reihen. Der Ring gewinnt natürlich eine ganz andere Wirkung und auch von der Farbe her. Oder man sieht es jetzt auch hier auf den Abbildungen. Es gibt sie in Weißgold, es gibt sie in einem fabelhaften Rosé, also Rotgold, und natürlich auch in Gelbgold. Und es gibt noch ein Material, das ist ganz speziell, ist den meisten Kunden nicht einmal im Begriff, und zwar das Black Gold. Das Black Gold? Sprich Schwarzgold. Was man sich darunter kann vorstellen, das Material von dem Ring. Hat ein Grundmaterial, zum Beispiel das Weißgold, und dann wird der Ring behandelt. Und zwar mit einer, das ist wie so eine kleine, man kann sich das vorstellen, mit einem kleinen Wasserbad. Dann wird der Ring wie zwei Häkchen aufgehängt zwischen zwei Anoden. Und die Anoden fangen an zu vibrieren und durch die Vibration wird das Schwarzgold aufs Weißgold drauf, also umschließt das Weißgold in dem Sinn. Und so entsteht eben das Schwarzgold. Und diese Wirkung ist eben auch sehr eindrücklich. Also ganz etwas Spezielles. Ganz spannend. Jawohl. Kann man auch super kombinieren, glaube ich. Oder? Definitiv, auf jeden Fall. Ja. Wenn ich mich jetzt durch Zufall vielleicht doch für die falsche Größe entschieden habe, kann man das nachträglich noch verändern? Nein. Der Grund ist aber auch, ich sage, dass man die falsche Größe verwischen muss, muss dann schon. Also, das ist dann außergewöhnlich, sage ich jetzt einmal. Weil eben 20 Nummern, um das verstellen können, das ist. Es ist einzigartig, es ist auch patentiert von der Serafino Consoli, also es gibt es kein zweites Mal. Und dass man da die falsche Größe verwischt, gibt es eigentlich nicht. Gibt es nicht. Was ist alles in dieser Kollektion drin? Gibt es da jetzt nur den Ring oder gibt es da andere Sachen, wo ich meinen Look vielleicht noch ein bisschen vervollständigen kann oder ändern kann? Also es ist ja so, bei Serafino Consoli gibt es grundsätzlich zwei verschiedene Kollektionen. Und zwar einmal die Serafino Kollektion, das ist das, was wir bereits gesehen haben, der Ring wird zum Bracelet. Und dann gibt es aber auch die Brevetto-Kollektion. Brevetto, da sieht man dann wirklich den klassischen Ring, wo man in der einzelnen Größe kann verstellen. Es gibt dann aber auch die Kombinationen, wo man den Ring passend zum Collier kann tragen. Erweitert durch die passenden Ohrring oder zum Beispiel eben den Outdoors Bracelet. Das heißt, Ohrring und der Anhänger bei der Halskette. Genau. Kann ich auch wieder genauso verändern in der Größe. Genau, richtig. Aber in der Richtigkeit halt auch. Also rein wird lang oder? Jawohl. Also man kann sich eigentlich vorstellen, gerade auch bei den Ohrringen, oder? Wenn man es jetzt eher im Alltag will tragen, dann trägt man ihn eher kurz. Wenn es jetzt mal ein bisschen auffälliger darf sein, für einen Anlass am Abend mit einem schönen Abendkleid und die Haare schön aufgesteckt sind, dann kann man es schön ausziehen und dann wirkt es natürlich auch gerade wieder ganz anders. Das ist vollkommen richtig, ja. Eine Besonderheit ist, glaube ich, auch noch das Armbracelet, ja. Könnt ihr da noch ein bisschen was darüber erzählen? Ja, also den Armreifen kann man eigentlich auch erweitern und kann ihn entweder am Handgelenk unten tragen oder eben dann auch oben am Oberarm. Wenn man zum Beispiel irgendein Kleid hat, wo trägerlos ist, sieht es sehr schön aus, wenn auch der Armreif oben geträgt wird. Dann. Ihr seid ja ganz neu beim Time Talk dabei. Gell? Genau. Ihr seid noch nie ein Gast bei uns. Nein. Und mich freut es natürlich unglaublich, dass ihr da seid, oder? Dass ich mit euch so einen Talk machen darf. Und weil ihr so neu seid beim Time Talk, würde ich gerne mit euch einen Word-Rap machen. Okay. Damit wir euch noch ein bisschen von einer anderen Seite kennenlernen. Also, wenn ich mir eine Flasche Wein aussuche im Regal, entscheide ich mich für? Die mit dem schönsten Etikett. Ja. Ist das dein Kriterium? Das ist mein Kriterium, ja. Auf einer einsamen Insel nehme ich mit? Nehme ich mit eine Bürste. Eine Bürste für meine Haare. Ja. Eine Bürste für deine Haare? Okay, das ist eine spannende Sache, aber gut. Ja. Verständlich. Ja. Auf das würde ich nie verzichten. Auf meine Familie. Kannst du das ein bisschen umschreiben?
Ja, weil ich finde, ohne Familie wüsste ich nicht, was ich machen soll. Weil für mich ist die Familie immer ein Anker, wo ich jederzeit Rücksprache halten kann. Wo mich immer unterstützen, egal in welcher Situation. Und von dort her würde ich nie ohne meine Familie. Das heisst, eben auch mit meinen Nichten und alles. Also, das ist eigentlich das, wo ich nie ohne das könnte ich nicht leben. Sehr schön. Also, da haben wir jetzt die Wie-Frage gehabt, jetzt natürlich bei dir. Wenn ich koche, entscheide ich mich für? Für das, was am schnellsten geht. Definitiv. Definitiv. Jawohl. Also bei dir ist das Essen, was schnell gekocht ist. Ja. Okay. Genau. Abschließend noch eine Frage an euch beide. Ihr könnt gerne abwechselnd antworten. Mein Lieblingsplatz bei Huber ist? Wir haben viele Plätze. Ja, Moment. Mein Lieblingsplatz beim Huber, bezogen auf den weißen Würfel jetzt zum Beispiel, mein Lieblingsplatz ist definitiv der Rolex Corner, wo wir haben. Ja, das ist irgendwie, es ist eher klein, es ist gemütlich, man ist so separat, man kann sich unterhalten. Das ist mein Lieblingsplatz im weißen Würfel. Mhm. Und bei mir im weißen Würfel ist der Patek Corner, den wir haben. Der ist noch ein bisschen diskreter als der Rolex Corner, aber das ist so mein Lieblingsplatz. Das ist ein wunderbarer Schlusswort. Also, wir sind jetzt auch schon am Ende von unserem Time Talk. Ich möchte mich bei euch beiden herzlich bedanken. Ich darf auch alle einladen, die ins Gespräch kommen möchten mit euch und mit über Serafino Consoli und über andere Dinge mit euch zum Gespräch suchen, mit euch zu reden, euch besuchen. Und ja, noch einmal herzlichen Dank. Schön, dass ihr da gewesen sind. Danke auch vielmals. Ja, danke, dass wir da sein können. Sehr gern, sehr gern. Das war's wieder mal, eine Ausgabe vom Huber Time Talk. Schön, dass auch Sie dabei gewesen sind. Ich freue mich aufs nächste Mal. Alles Gute und bleiben Sie gesund.